Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ihr wisst, das freut mich. Wir machen, wie schon eben gerade einmal ganz kurz angekündigt, holen wir die zwei Kraftstoffpaletten. Lass einmal kurz gucken, wie der Treibstoffstand von dem Tiger ist. Nachtanken. Umgekehrt. Wir packen hier noch die 61 Liter rein. Das machen wir. So, dann fahren wir nämlich hier hoch. Ich habe ein kleines bisschen überlegt. Ich habe die Quest, die wir machen wollen, die habe ich schon eingeloggt. Aber ich möchte hier gerade den Kraftstoff holen. Dann fahren wir an die Straße, holen den ganzen, die ganzen Fahrzeuge, stellen wir gerade an den Straßenrand. Dann haben wir nämlich so ein ganz kleines bisschen aufgeräumt, denn wirklich, hier gibt es sonst danach keine Quests mehr. Und wir können mal eine kleine Abwechslung machen, in dem Sinne, dass wir keine richtige große Aufgabe machen, sondern nur so eine Lieferung gerade absolvieren. Und das ist echt nicht weit. Da steht nämlich um die Ecke, in der Ecke steht der Yar und oder Jar? Yar? Yar Jar? So. Also, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier kriegen. Ich vermute mal, genau, das bringt überhaupt nichts, aber das sollte auch nicht zu schwer sein, so dass uns das nicht zum Umkippen bringt. Ja. Richtig angenommen. Dann drehen wir noch das Teil. Und fallen lassen. So. Dann wollen wir Kran wiederherstellen. Verladen. Passt. So, und dann machen wir uns hier einmal. Nein, nein. Warte mal, wie stelle ich mich jetzt hin? Wie stelle ich mich jetzt hin? Genau, einmal kompletto dagegen. So, Handbremse an, jetzt haben wir alles. Ist der Kran hier eigentlich etwas stärker, weil man ja viel weiter hinten auslegen muss? Wisst ihr, was ich meine? Man muss ja bis ganz nach hinten kommen können. Also jetzt in meinem Fall nicht, weil es nicht ganz so relevant ist. Aber, Numlock hier unten, Fracht entladen, verladen, Kran wiederherstellen. Jetzt gucke ich einmal nur mal kurz. Genau, wir fahren hier lang und da stellen wir den jetzt gerade ab. Oh, falsche Richtung. Also, schönes Teil. Schönes Teil. Ich freue mich, dass ich in letzter Zeit echt nochmal viele Fahrzeuge ausprobiere
Und so langsam, gut, okay, mir fehlen auch ein paar Fahrzeuge, das muss ich gestehen, ne? Mir fehlen auch ein paar Fahrzeuge, aber so langsam haben wir alles irgendwie mal wieder durch. Ist fast ein bisschen schade. Aber man muss ja auch gestehen, aus den anderen Expansions habe ich die ganzen Fahrzeuge noch nicht benutzt. Also was heißt benutzt? Ich habe sie ja noch nicht freigeschaltet. Aber ich hatte dann auch im Zuge der Reifen nochmal geschaut, so was es für Erweiterungen gibt. Und ich denke mir halt einfach eine ganze drei Fahrzeuge oder sowas für 7 Euro. Und dann ist aber die, wenn man sie einzeln kaufen würde, eine ganze Season, also mit, hier, die Season 11, kostet auch 6,99 Euro. Da denke ich mir, das kann doch, das ist halt nicht in Relation irgendwie. Keine Ahnung. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen zu teuer an. So, also den hier und den International zusammen. Die fahren wir jetzt raus. Das machen wir zusammen, weil der International ja so ein bisschen Schwierigkeiten hatte und der Tiger hier natürlich schon nochmal eine andere, ja, andere Schlammmöglichkeit hat. Ich überlege gerade, so, ganz kurz, wir probieren mal aus. Truck wechseln, das reicht natürlich nicht. Am liebsten, am einfachsten wäre es natürlich, hier jetzt lang zu fahren, aber dann muss ich durch dieses Matschloch. Und das will ich wirklich vermeiden. Deswegen machen wir hier Wenden in 20 Zügen gegen jegliche physikalische, normalerweise, Gesetzgebung. So, mal gucken, wie gut wir hier mit Deichsel jetzt gerade einmal... Ne, falsch. Einmal mit Deichsel gerade hier wenden können. Aber hey, rückwärts fahren hat geklappt. So, okay, das heißt, wir können mit dem Tiger auch hier lang fahren. Das macht das Ganze einfacher. Motor starten. So. Also wie gesagt, wir müssen nur gerade runter zur Straße kommen. Ab dann ist noch unklar, wie es weitergeht. Den Twin Steer, also den großen Twin Steer, den würde ich sehr gerne auch nochmal ausprobieren. Aber der International Paystar 5600 TS, jo, hat auf jeden Fall bestanden. Ich glaube jetzt nicht, dass das an den Reifen lag. Weil da waren ja die Reifen aus dem Modpack draußen drauf. Sondern, kann mir eher vorstellen, dass ich damals, als ich den benutzt habe, ich die ganzen Upgrades noch nicht hatte. Und dann ist das natürlich auch nicht ganz eine faire Nummer. So. Okay. Dann lassen wir
das hier stehen. Okay, das hätten wir gerade eleganter machen können. Den machen wir auch aus. Gut, okay, dann kommen wir hier zu dem Jahr. Wir müssen den Scout-Anhänger hier einmal rüber hier hinten hinbringen. Ich hoffe, dass der Jahr das schafft. Wir fahren hier einmal durch. Zack, 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 wieder zurück. Und we'll see how it works. So, okay, das haben wir schon mal. Anhänger lösen. Und dann können wir uns auf den Weg machen. Also das Geflicker da auf dem Boden, das nervt schon, weil es so die Aufmerksamkeit auf so einen Fehler richtig wirft. Wenn irgendwo eine Clipping von einer Textur ist, was nicht so ganz passt, dann kriegst du es nicht mit, weil es sich halt einfach, weil es nicht einfach flickert. Ja, aber wenn das so flickert, das Clipping. Dann ist schon ganz schön nervig. Also ich bin auch, da muss ich nochmal gucken. Der, dieser kleine Panzer, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Nee, ich komm gerade nicht drauf. Ist auch egal, spielt nicht ganz so eine Rolle. Der hat ja auch neue Reifen durch das Pack bekommen. Und da könnte es, glaube ich, sein, dass die etwas größer, eine Stufe größer auch geworden sind, ne? So, wir müssen aber da links lang. Das machte mir aber gerade den Eindruck, als sei es einfacher, hier lang zu fahren. So. Oh. Das wäre falsch. Im Fotomodus, als der Fotomodus, ich glaube, es war Phase 6 oder 5, ich glaube, ich weiß es aber nicht mehr genau, integriert wurde, war es so gewesen, dass du den abusen konntest. Das heißt, du bist in den Fotomodus gewechselt und konntest sehr, 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 sehr weit von deinem Fahrzeug wegfliegen. Das heißt, du konntest so ein bisschen erkunden die Gegend. Das hat zwar deine Karte nicht aufgedeckt, aber du wusstest, was dich dort erwartet. Das haben sie mittlerweile eingeschränkt, also mittlerweile im Sinne von, ich habe es halt erst jetzt gesehen und eieiei. So, nochmal überprüfen, ich muss das Mikrofon gerade kurz muten, aber ich habe es wieder eingeschaltet. Und das haben sie aber zu krass jetzt gemacht. Also jetzt ist es so, dass du nicht weit genug rauszoomen kannst, sodass du, wenn du zum Beispiel einen Trailer hinten drauf hast, den auch noch mit drauf bekommst. Und das ist ein bisschen nervig. Weil sie einfach nur einen Radius um irgendwie den, keine Ahnung, vom Fahrzeug Mittelpunkt oder den Motor oder sowas nehmen. Und dann da so einen Radius, den du halt nutzen kannst, einmal drum ziehen. Und das reicht nicht aus. Also so sieht man mal, dass wieder Improvements, die genervt wurden, wenn man das überhaupt von Nerven sprechen kann, weil es ist ja eigentlich keine wirkliche Verbesserung fürs Spiel. Also für das Spielerlebnis. Ja, wieder schlechter gemacht wurden. Zu krass genervt. So, das ist quasi, ich meine,
ist schon hilfreich. Ich mache jetzt alle Fotos damit, weil es einfach 10-mal schneller geht und man eine freie Kamera als solches schon hat. Aber vorher, vorher hat das halt deutlich länger gedauert. Aber wäre besser, wenn es dann noch dieser eine kleine Punkt mehr ist. Ist auch geil, dass ich das Wetter einfach changen kann. Ne? Also ich kann sagen, so, jetzt gucke ich mal, dass ich nochmal irgendwie schöneres Wetter mir herbeizaubere, als das, was eigentlich gerade zu diesem Zeitpunkt vorherrscht. Weil für Fotos braucht man da immer nochmal so ein bisschen was anderes, finde ich. Dann hatte jemand gesagt, dass die Scout-Anhänger alle die gleichen Reifen hätten. Das glaube ich nicht. Also, wenn die optisch sich unterscheiden, so stark, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die auch performant sich unterscheiden. Also ich weiß es nicht, aber da bin ich mir ganz sicher. Und gerade habe ich auch nicht das Gefühl, dass der total im Schnee, im Matsch versunken ist. Sondern, dass der eigentlich gerade schon ganz gut funktioniert hat. Weil das hier ist ja auch so ein Offroad-Anhänger. Ah, warte mal, habe ich den jetzt verpasst? Ah, habe ich verpasst? Eieieiei. Ich habe es echt verpasst. Glaubst du ja nicht, ne? Gut, aber jetzt können wir einmal unsere Rangierkünste unter Beweis stellen. Ja, ich krieg gerade die Kurve nicht. Ja. Der wollte einfach mit dem Bobbes nicht rum. Jetzt schon wieder nicht. Aber egal. Schaffen wir. Kriegen wir hin. Und dann kommen wir wieder. Ah, das sieht schön aus, oder? Also Leute, so manchmal sind die Details, die hier die Map-Designer hier ansetzen, halt einfach schon sehr delicious. Sehr delicious. I really like it. So, ein bisschen hin und her wiggeln. Das hilft immer. So, alles klar. Das haben wir abgeschlossen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und Subscribe da. Ich freue mich über einen Kommentar. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das nächste Mal auch wieder einschalten. Also, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.